Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Amnesia The Dark Descent. My pupil. Yes, I do take pride in Satan. Is it so wrong? Ja, okay, ja genau, wir sollen jetzt diese Kugelsplitter finden. Ja, genau. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt. So. Alles klar. Und lesen. Agribas Einfluss. Wire. Agriba. Ach so, Agriba Einfluss. Wire verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraute ihm den wahren Grund meiner Anstrengungen an und dennoch besteht er darauf, dass ich Akriba freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Ich kann mich nicht von Akriba trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. Wire behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich müsste ihm aber zuerst Agriba geben, damit auch er helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gerne diesen Gefallen tun, aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen, wenn mir meine Rückkehr verweigert wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl, aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Wire sagte mir, dass ich Agriba befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamta verabreichte. Die giftigen Pilze sollten eine lähmende Wirkung haben. Wozu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplares finden? Der Altarraum scheint für diese Sorte fruchtbares Boden zu sein. Doch könnte ich seinen Inhalt mit den entsprechenden Werkzeugen extrahieren? Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, dass es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Tamta hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in der Welt existiert. Schon allein das Schreiben des Wortes mit diesem Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets der wasserbewohnenden Kahern. Ich muss mit Uwaya darüber sprechen. Er muss mir einen Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon erhalten. Alles klar. Gut, dann haben wir jetzt steht Mischung genau dieser drei Sachen da. Na? Gut, dann gucken wir mal. Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu, während ich ruhig dasitze, absichtlich vergessen. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihren Kopf, um bis sie sich wieder den Diskussionen zu wenden. Sie alle wissen, wie der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben und auch wie... Und auch sie werden älter und dahinscheiden, während ich derselbe bleibe, nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. Okay. Gut, wo geht's hier lang? Altarraum, Eingang. Ich gehe noch mal ganz kurz gucken, was auf der anderen Seite da abging. Genau da. Incredible. You found Vile's recipe. Then there might still be a chance. Listen carefully. Alexander is working on opening a gate, a door to another world. It's where he wants to go. If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate then. Please, find the ingredients and prepare the tonic via the skies. And do so before you assemble the orb. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save me. Okay, ja, das kriegen wir wohl hin.
Das sollte ich bestimmt noch hinkriegen, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, da ist dieses Vieh drin. Vielleicht brauche ich ja irgendwas. Ein Stück Fleisch oder so. Ich habe keine Ahnung. Weil es hieß ja, ich brauche von dieser Kreatur diese Flüssigkeit. Sekret oder was auch immer. Gut, das kriegen wir vielleicht irgendwie hin. Dann brauche ich ja noch Blut. Eins, zwei, drei. Ich gehe mal kurz gucken hier oben. Das müsste dieser Alexander, ja, Alexander, genau, das war der. Kommen wir nicht durch. Was ist denn das? Notiz zur Folter. Es sind einige wichtige Punkte über Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktionen der Opfer sehr unterschiedlich sein würden. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und deine Stärke, die erwartete, weit übersteigen. Wurde der Wille des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch den von mir erwünschten Effekt. Demnach sind folgende Schritte einzuhalten. Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist. Die Art der anwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen der Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an das Bevorstehende versetzt das Opfer in noch größere Angst. Bei Zufügen der Schmerzen sollte großer Schaden vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, wenn möglich mit Pausen. Damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen, dann warten, bis der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximal gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war, und das zu vermeiden ist, an Amnesietrank zu verabreichen und später erneut zu versuchen. Ja, alles klar. Eine Schnur habe ich aufgenommen. Ha, Öl. Mal gucken. Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse? Oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie. Ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich, und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie einen Kopf auf einer Tablett präsentiert haben wollen. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Gut. Anscheinend gibt es hier oben nicht weiter. Dann gehen wir uns mal die Türen angucken. Wir haben drei Türen. In Menü und raus bist du. Nach
Fangen wir hier an. Blut brauche ich ja auch noch irgendwo her. Ach, herrlich. Stück einer Kugel. Ah, okay. Der Vergewaltiger hing kopfüber. Seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Das Blut muss... okay, Blut. Man kommt nicht in die... warte mal, ich habe eine Schnur. Gut, das heißt, ich habe Blut, ein Stück der Kugel und das war's. Sollte ihr Leute, das ist so eine richtige Methode gegen Vergewaltiger oder Kinderschänder. Ich denke mal, das ist auch gar keine schlechte Idee. Ich meine, ja, die Wege da ist schon wirklich... Herzlichen Glückwunsch. Da bist du wirklich bedient. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Oh. Das war jetzt Glück. Haben wir hier auch irgendwo so ein Bild, wie was hier abgelaufen ist? Ich glaube nicht, oder? Nee. Der Brandstifter schrie, als er langsam gefällt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen des Opfers zu brechen. Wir wollten, dass er stirbt, aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter. Es war anders als die anderen. Die werden ihn erneut vergessen lassen. Aber was brauche ich denn noch? Ich habe jetzt zwei Kugeln. Bleib nicht zusammen, ich habe die Kugeln. Was brauche ich denn? Ich habe... zurück. Da genau. Wo steht es denn? Noch diese Pilz und dann noch diese Flüssigkeit da. Das Blut haben wir ja. Leichte Kopfschmerzen.
Den habe ich ja gar nicht gesehen. Lebt er noch? Nö. Gut, dann gucken wir noch mal eben hier rein. Hier ist wieder ein Bild. So, traumhaft sein mit schönen Gesichten da. Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Die Höhe fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Boah. Krank, ey. Glas klar, ich hab's geschafft. Ja. Das heißt, dann habe ich anscheinend hier. 6 Stück meinten die, ne? 6 Stück. Das heißt, 3 Stück habe ich. Und 3 Stück sind also noch auf der anderen Seite. Und dann hoffe ich, dass ich dann noch die anderen Sachen finde. Also hier, die Flüssigkeit und das andere Dings da. Ich habe doch das Stück Fleisch, ne? Ich habe kein Stück Fleisch. Das ich habe ein Stück Fleisch. How are things coming? You seem to have all the ore pieces used in the transfer. Go to the choir and find the rest. Ja, das kriege ich hin. Das war hier lang. Da war ich ja drinne. Das heißt. Auf in den Altarraum. Du bist zu weit gegangen. Der Mann erstickte, denn er konnte zwischen den Peitschenhieben nicht mehr atmen. Verärgert fing er an, mit dem Damaskusöl zu suchen. Eine Brechstange bräuchte ich eigentlich auch mal, muss ich ehrlich sagen. Nachdem die Männer den Gefangenen gefesselt hatten, konnte das Ritual beginnen. The blood wards are failing. The shadow beckons, and its cry disarms my actions. Hurry. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Take the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come. Ich möchte das nicht tun, ich möchte raus hier. Please, I didn't do anything. Pick the man, cut the lines. Pick the man, cut the lines. Leave the man cries. Ah, ah. Now you sleep. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more,
Withdraw your shadow from my domain. Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Okay. Gut, dann geht's weiter, wa? Okay. Laudano. Boah, Gottes Willen, erschreckt mich doch nicht so. Oh Gottes. Oh, warum immer ich? Oh Gott. Der Fälscher stand völlig still, der Sarg war verschlossen worden, aber es drang noch ein schwacher Lichtschein ins Innere. Unzählige eiserne Spitzen waren auf ihn gerichtet. Sie glänzten im Licht und warteten nur darauf, dass er für einen Moment seine Haltung verliere. Er stieß sich am Knie und fühlte, wie das Blut seinem Bein herunterlief. Vor Schmerzen fiel sein Körper leicht nach vorne. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass er sich soeben sein Auge aufgespießt hatte und es nun auslief. Hart, schon hart. Ich denke mal, damit muss man diesen Rohren hier folgen, oder? Ein so ein Rohr führt mich in eine so eine Kammer. Das heißt, dann habe ich jetzt das ganz linke, beziehungsweise das ganz rechte, je nachdem wie man das Blickwinkel sieht. Dann nehme ich jetzt das Rohr. Da ist eine Brücke, das heißt, ich muss die Brücke nehmen. Och nee. Oh nee. Tut mir leid, Leute, wenn ich gerade für ein bisschen still bin. Weil ich will ja dieses komische Vieh hören, falls es hier anscheinend wieder ist. Schön.
nehme ich mit. Kann ich es gut machen? Ah. Giftdrüse, das heißt. Ah, okay, das heißt, ich habe für diese Pflanze da. Geh rein. Der Verräter wusste nicht, was er von dem Menschen Messingbullen halten sollte, als er gezwungen wurde, hineinzusteigen. Erst als die brennende Hitze anfing, seine Haut zu versenken und sein Fleisch zu garen, begriff er, dass es sein Grab sein sollte. Seine Schmerzensschreie hallten in der Messingkammer wieder, drangen bis zum Kopf des Bullen raus. Draußen konnten die Männer den bronzenen Bullen brüllen hören. Nicht schlecht. Irgendwo muss doch die Kugel sein. Ich hab doch 4, ne? 1, 2, 3, 4, ja. Aha, da ist er. Stück einer Kugel. Das heißt jetzt noch eine und das ist dann ganz hinten. Gehe ich jetzt mal ganz rechts hier. Nee, ganz links. Ich müsste ja eigentlich dann da hinten hinkommen, oder? Mich da noch auf. Das ist nur von der anderen Seite begehbar. Nee, geht. Das ist wahrscheinlich so eine Art, naja, will ich nicht sagen, Abkürzung, aber so ein kürzerer Weg jetzt. Still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Wow. Ach, schon krank. Scheiße. Diesmal ist Müllers Boten an die Radspeichen gebunden. Sie drehten das Rad bewusst langsam, damit sich das Seil fest um seine Beine legte, bis die Knochen knackten. Er konnte nicht mehr die Kraft zum Schreien.
Er hatte nicht mehr die Kraft zu entscheiden. Die beiden Männer nickten sich zu, nahmen einen Hammer und schlugen damit in einen letzten Akt die Gnade auf den Oberkörper des Opfers ein. Wow, muss ich mir auch extrem schmerzhaft vorstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Das heißt, ich hab hier alle, aber ich hab hier nichts weiter. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Ich wette, jetzt finde ich die, treffe ich die Typen an. Ich wusste es. Ich hoffe, er bin ich gesehen. Schnell weg hier. Schafft, Leute. Sonst war hier nichts mehr. Nee, okay. Gut. Anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vire's tonic before attempting to mend the orb, there might still be a chance for you to save me. Please, my faith is in your hands. Genau. Gut. Ich würde aber echt sagen, wir machen hier wieder einen Schnitt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann suchen wir das letzte Stück zu seinem Tunikum da und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Und so würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut!